Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Wir stürzen uns ins Abenteuer. Okay. Runter zur Straße. Ich habe jetzt schon Angst. Hier sind bestimmt wieder überall Stalker. Und das gefällt mir gar nicht. Oh, das hört sich sogar wie Klicker an. Nicht nur Stalker. Das macht's nicht gerade besser. Oh Gott, das ist ungünstig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber wenigstens kommen sie alle schön. Das funktioniert ganz gut. Okay. Zeit zu gehen. Okay, gut. Das waren sogar schon alle. Oh, das ist jetzt gut gelaufen. Mit der Pumpgun. Auf die kann man sich verlassen. Das muss hier irgendwo rausgehen. Nerven tut das Pilzilein. Klicker. Boomer wollen nicht heim. Ja, ja. Boomer? Ich meine Bloater. Oder? Boomer sind die bei Left 4 Dead, glaube ich. Ich bringe alles durcheinander. Alle Videospieluniversen. Vermanschen zu einem Bump. Und ich nenne es Multiversum. Habe ich gerade erfunden, den Begriff. Den gab es vorher nie. Und Schluss. Ich finde das immer super. Ich finde das immer echt gut. Also ich meine, Ellie ist ja wenigstens immun gegen den Pilz. Okay. Okay. Aber im ersten Teil Joel oder später dann auch Abby zum Beispiel, wenn die irgendwie in so pilzinfizierten Räumen unterwegs sind und dann liegen da irgendwie so Snacks, dann liegt da so eine Tüte Chips und dann, die liegt da seit 10 Jahren voller Pilzsporen und dann nehmen die und denken sich, Chips, lecker. Hom, nom, 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 nom. Eine sehr gute Idee. Dann mal los. Weg von mir! Ah, wunderbar. Vom dunklen Gruselgebäude ab in die Gruselkanalisation. What could possibly go wrong? Verdammtes Seattle. Aber hier sind zumindest keine Sporen bis jetzt, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Staub oder Sporen sind. Ellie, du wolltest hierher kommen. Du wolltest unbedingt nach Seattle und jetzt jammerst du die ganze Zeit nur. Ich will jetzt nichts mehr hören. Den nächsten Urlaub plan ich wieder. Ja, warum nicht? Kann ich sogar brauchen.
Meine Machete ist eh fast kaputt. Kann's leider nicht pimpen, das Ding, aber gut. So, eine neue Nahkampfwaffe haben wir hier bekommen. Okay, schön und gut. Und was jetzt, bitte? Okay, ich sehe schon, ich verstehe schon. Ich meine, wahrscheinlich, muss man fairerweise sagen, war das Kanalisationswasser noch nie so sauber. Weil halb Seattle ist überschwemmt, das ist wahrscheinlich Meerwasser oder so. Also das ist wahrscheinlich kein Kloakenwasser mehr. Die Kanalisation funktioniert sowieso nicht mehr, die Abflüsse. Da ist kein Pupi mehr. Und wenn, dann ist es Jahrtausende alt, Jahrzehnte alt. Was es vielleicht nicht unbedingt besser macht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die ist eh schon überschwemmt und so. Zumindest ist es nicht ganz so widerlich, wie Kanalisation heute wären. Verdammt, ich muss hier raus. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Guck. Da kommt der Kater. Das ist wirklich ein Problem mit VR. Ich bin ja begeistert von VR-Technologie. Ich finde das faszinierend und ziemlich cool. Oh oh. Danke, Kater. Du bist ein Arsch. Was ist jetzt los? Abgestürzt, Bild aufgehangen. Ich glaube, er hat irgendein Kabel rausgezogen. Ich glaube, es nimmt aber noch auf, oder? Aber das Bild ist stehen geblieben. Okay, Kater, du bist ein Arsch. Ich repariere das schnell und dann geht die Folge gleich weiter. So, weiter geht's. Der Kater hat wohl irgendwie ein Kabel rausgezogen oder so kurz. Naja, wie dem auch sei. Jetzt funktioniert wieder alles. Und wisst ihr, was witzig ist? Das ist echt ganz cool. Und zwar warte ich schon den ganzen Vormittag, bevor ich das jetzt gerade hier aufnehme, auf ein Paket. Und das Paket ist einfach nicht gekommen. Und ich habe jetzt eigentlich noch ein paar andere Sachen für den Kanal erledigt, weil es natürlich immer blöd, wenn es an der Tür klingelt, während ich aufnehme. Ich wollte halt quasi erst die anderen Sachen für den Kanal erledigen, die ich so machen kann. Und dann, wenn das Paket da ist, die Folgen aufnehmen in Ruhe. Aber jetzt, weil ich auch allein jetzt gerade zu Hause bin. Aber jetzt war es halt so, hat sich so ergeben, dass ich aufnehmen musste. Ich hatte nichts anderes mehr zu tun. Und wusste aber, hatte die ganze Zeit im Hinterkopf so, das Paket kommt jetzt dann gleich, da klingelt es jetzt, da muss ich einen Cut machen. Und jetzt, wo der Kater die Kabel rausgezogen hat, war ich gerade dabei. Ich bin dann in die Küche und habe gesehen, dass die Katzen nach Essen verlangen. Wahrscheinlich war deswegen hier. Und habe die gefüttert und in dem Moment klingelt es an der Tür. Und ich habe mir gedacht, perfekt. Quasi ganz egal, ob er das Kabel rausgezogen hätte oder nicht. Okay. Ich hätte sowieso eine Pause machen müssen. Und das Krankenhaus ist hier. So fügt sich im Leben alles. Abkürzung durch den Park. Abkürzung durch den Park. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Oh, da hängt wer. Ich dachte immer, man muss sowas drin stecken lassen. Wer zur Hölle? Cool. Die kommunizieren über Pfeifgeräusche. Ist irgendwie schon nicht schlecht. Ah!
Mist. Das ist schon eigentlich ziemlich cool, oder? Ziemlich clever. Die haben so ein Pfeif-Alphabet wahrscheinlich irgendwie. So Pfeif-Signale, Morse-Code-mäßig, keine Ahnung. Und geben sich da Signale. Ah, Mist. Finde ich ziemlich cool. Finde ich ziemlich cool, die Idee. Ich höre Schritte ganz in der Nähe. Oder ist das Ellie, die so klappert? Ja, anscheinend. Klapper Ellie. Das sind die Scars. Pfeifen. Ja, Punkt. Pfeifen. Ganz schöne Pfeifen sind's. Kann man so stehen lassen. Bis jetzt. Ich hätte eher Angst vor Zecken, wenn ich hier so durchkrieche. Ich weiß nicht, ob die USA auch so krass zeckenbefallen sind. Ich komme ja aus Bayern, aus dem tiefsten Bayern. Und da sind Zecken ein ernsthaftes Problem, ein ernsthaftes Gesundheitsproblem. Da muss man schon sehr aufpassen. Aber ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass sich das auch ausgebreitet hat, ne? Dadurch, dass auch der Norden Deutschlands immer wärmer wird, haben sich, glaube ich, auch die gefährlichen Zecken ausgebreitet. Ich glaube, mittlerweile findet man die auch nördlicher, als das früher, als ich Kind war, der Fall war. Scheiße. Das müssen die Scars sein. Ach was. Egal. Krankenhaus. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Ach, war das der "Es ist jetzt alles gut" Dialog wahrscheinlich. Haben wir jetzt eine Zeichnung von den Scars gemacht? Ja, okay. Scars, fuck these people. Stay focused on why you're here. Okay, ich scheiß auf die Scars. Ich bring die zwar alle einfach um. Aber eigentlich sind sie mir egal. Hier müssen wir vorbei. Weil wenn das so ist, dann gehe ich erstmal noch da nach hinten. Looten. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Na gut, hier ist scheinbar nichts mehr. Na schön, hätte ja sein können. Moment mal, habe ich mir schon gedacht. Den habe ich übersehen beim ersten Mal durchgehen. Na dann, ab in die gute Stube. What could possibly go wrong? Okay. Momentan nichts zu hören hier drin. Und niemand auch nicht. Nix und niemand sind da eigentlich ein unzertrennliches Duo. Oh nein. Ah, gut. Ich wollte den Snack nicht verhauen. Ich wollte den Snack essen.
Eine Sammelkarte. Doppelgänger. Creepy. Neutral. None. Irgendwie sind die meisten neutral, oder? 6060, echter Name unbekannt. Ein seltsames Wesen unbekannter Herkunft. Dieser Humanoid mit Alabasterhaut und gelben Augen nimmt jede Form an, die man sich von ihm oder ihr wünscht. Der Haken daran ist lediglich, dass es mit der Person, die es imitieren soll, in körperlichen Kontakt stehen muss. Die Ähnlichkeit ist nahezu perfekt. Nur wenn man genau hinsieht, sieht man nach der Verwandlung noch ein kleines bisschen Gelb in den Augen blitzen. Ein Reptiloid! Nee, das sind nur Reptiloiden-Vorurteile. Ihr wisst ja, dass ich selber Reptiloid bin. Ich stehe da ganz offen dazu, weil ich gegen diese Vorurteile gegen Reptiloiden vorgehen will. Und das mit den Augen, die manchmal, wenn wir uns in Menschen verwandeln, so aufblitzen, das ist ein Kameraeffekt. Das ist ein Fehler in der Kamera. Das hat nichts mit Reptiloiden zu tun. Echte Reptiloiden haben keine aufblitzenden komischen Augen. Jetzt mal, also wirklich. So. Der Haken daran lediglich, bla bla. Nur wenn man ganz genau hinsieht, sieht man nach der Verwandlung noch ein kleines bisschen gelb. Sei also auf der Hut, wenn einer deiner Freunde zu unpassender Zeit eine Sonnenbrille trägt. Dam, dam, dam. Aber warte mal, das ist doch neutral, das Wesen. Warum sollte ich vor dem eigentlich Angst haben? Mir wurde jetzt überhaupt nicht erklärt, was der so... Was will der eigentlich und was macht der den ganzen Tag so? Ach ja, so ungefähr steht mein Home Trainer auch rum. Nimmt nur Platz weg. Ich habe da noch nie drauf geachtet, aber es stimmt schon. Videospielumgebungen können einfach, gerade in Third Person vor allem, können einfach nicht echt aussehen. Das funktioniert nicht. Guckt euch zum Beispiel mal den Türrahmen an. Wie riesig der ist und wie gigantisch die Tür ist. Ich meine, vielleicht ist Ellie auch winzig, aber dann müssten alle anderen NPCs in dem Spiel auch recht klein sein. Das ist einfach ein 3 Meter hoher Türrahmen. Und auch der Raum ist so gigantisch und so spärlich eingerichtet. Das macht alles nur aus Game Design, aus Videospielperspektive Sinn. Ist aber eigentlich Quatsch. Aber ja, muss halt so sein. Sonst kann man sich nicht gut durchbewegen, sonst macht es keinen Spaß, sonst eckt man dauernd an und es ist blöd. Insofern sollte es überhaupt keine Kritik sein oder so. Nur eine interessante Erkenntnis. Ist halt einfach so. Und auch die Fenster sind riesig eigentlich, wenn man sich das mal anguckt. Ach so, wartet mal kurz. Muss ich mal noch schnell da nach hinten schauen. Ich dachte nämlich, eigentlich hier geht's weiter. Wurde mir da gerade was angezeigt noch? Beim Drüberspringen? Mir war so, als würde beim Drüberspringen kurz irgendwie ein Loot-Symbol eingeblendet worden oder so. Keine Ahnung. Okay, ich kann sowohl hier als auch hier raus. Na gut. Ich glaube, ich muss zwar eigentlich nach unten, aber genau deswegen schaue ich mal nach oben. Oder muss ich doch nach oben? Bin mir nicht. Nee. Ah, okay. Eine Rätseltür. Da will ich rein. Ah, okay, so Rätsel ist es gar nicht. So Leute, jetzt machen wir hier aber für heute Schluss. Ich muss die beiden Schnipsel noch zusammenschneiden und so. Deswegen, ja, und morgen machen wir dann Party, bis die Fetzen fliegen. Macht's gut, bis dann, ciao.